Kufstein, hab ich nicht schon einmal gesagt, das ist mein Bezirk. Wie habt ihr als Band zusammengefunden? Das war in meinem Fall gar nicht so schwer, weil ich keine Band habe, sondern Einzelkünstler bin. In Kirchbichl sind wir mit Rollen durch die Gegend gefetzt, hatten keine Sorgen, weil wir waren noch Kinder. All das ist mir in Erinnerung geblieben. Aha. Wenn dein Haus in Flammen stehen würde und du könntest nur einen Gegenstand retten, welcher wäre das? Wenn es wirklich nur einen Gegenstand gibt, also tatsächlich, dann wäre es meine Unterhose, die ich retten würde, weil sonst war ich nackt auf der Straße und das, weiß ich nicht, müsste jetzt nicht unbedingt sein. Ich mach den Sound. Dieses Gericht kann ich besonders gut kochen. Also ich esse momentan immer roh, weil ich dann erspare immer das mit Teller abwaschen und so. Deswegen esse ich immer einfach Gemüse und Milch und Müsli und Obst und Brot. Würdest du gerne von Musik leben können? Auf alle Fälle, ja. Natürlich. Ich meine, ich habe noch eine andere Sache, die ich am Laufen habe. Ich mache nicht nur Musik, sondern ich bin auch sozusagen Autor. Aber natürlich möchte ich von meiner Leidenschaft leben können. Das ist ganz klar für mich. Zum Umdenken lenken. Wir brauchen nicht Unmengen an Geld. Wir brauchen nur uns und weniger Stress. Ich mach den Sound. Was darf in deinem Kühlschrank nicht fehlen? Äpfel. Ganz wichtig. Äpfel. Kalte Äpfel. Solange wir nur einen Kühlschrank haben. Weil ein Kühlschrank ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Aber da wir einen Kühlschrank haben, dürfen kühle Äpfel nicht fehlen. Himmelblau und Mr. Millie macht den Sound. Ich mach den Sound für meine Stadt. Bin hoch oben wie die Festung und Blick übers Land. Hörst du die Augen? Wenn du ein Schild um den Hals hängen hättest, was würde draufstehen? Mr. Millie macht den Sound. Ich mach den Sound. Merlot Millie. Darf ich jetzt einmal sagen, mein Name. Weil was soll sonst draufstehen? Fällt mir nichts anderes ein. Tut mir leid. Macht den Sound. Ich bin wie die Festung meiner Stadt, stehe leicht über allem und hab den Überblick über alles. Bin nicht abgehoben, bin durch einen Felsen fest am Boden verankert. Ich repräsentiere die Liebe und Kanonen. Gibt es Lieblingsbands oder Songs, die dir peinlich sind? Gibt es eigentlich keine Songs, die mir peinlich sind. Es gibt nur Songs, da wo ich sagen muss, hinter dem kann ich jetzt nicht unbedingt stehen, weil ich mag keine Songs, die drogenverherrlichend sind, gewaltverherrlichend sind. Diese Songs, die mag ich eigentlich, also die gefallen mir nicht so gut. Ich kann es verstehen, aber es muss einfach in eine andere Richtung gehen. Für meine Stadt. Für meine Stadt. Also, meine Damen und Herren, das war das Bandporträt von Merlot Millie. Und an der Stelle möchte ich auch noch mein Buch vorstellen, Was wir wirklich sind. Da geht es um geistige Gesundheit, um Glück, um die Befreiung von Gedanken. Und an jeden, den das betrifft, dem lege ich das Buch sehr ans Herz. Und ja, es hat mich wirklich sehr gefreut und ich wünsche euch allen alles Gute.